Alles klar. Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Jahresrückblicks 2014. Wir hatten uns das letzte Mal von Februar über den März, den ich als Mai gekennzeichnet habe, bis einschließlich Juni bewegt. Jawohl. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Themen, die sind, glaube ich, nicht so ausführlich zu behandeln wie das Ebola-Virus. Oder die EU-Wahl, wo wir es sehr lang behalten haben, Richtig. was ich trotzdem für richtig empfand. Ja, das waren wichtige Ereignisse in unseren Augen. Jo. Die Fußball-WM, ja, weniger, aber Ja. weißt du, man Das liegt liebt's. jetzt bei mir daran, weil ich kein Fußball, weil ich kein wirkliches Fußball, weil ich kein wirklicher Fußballfan bin. Für Ich Paddy liebe lag es Eishockey, aber keiner daran. redet darum. Ja, ist ja auch kein, ne? Ist ja keine Religion. Gut, dann wenden wir Fußball auch uns nicht. dem Juli zu. Jawohl, den Juli, wie auch manche dazu sagen, Jawohl, was für mich absolut beknackt klingt. um es von Juni zu unterscheiden. Weil die Wir Menschen so haben. blöd sind. Ja gut, ich glaube, 100 Jahre Erster Weltkrieg können wir nur sagen, ja, der Weltkrieg, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs jährt sich zum 100. Mal. Ja, Grund war ja ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Richtig, der anschließenden Juli-Krise, wo sich alle bedroht haben und jeder gesagt hat, halte dich da raus. Ja, wo alle, wobei man, wenn man nochmal das rekapitulieren mag, wir reden von einer Zeit, als alle aufgerüstet haben. Jedes Land hat aufgerüstet. Es ist jetzt egal, ob es Österreich, Deutschland, England, Frankreich, Russland, jeder. Die Stimmung wurde immer aggressiv und es hat eigentlich nur den letzten Funken gebraucht. Ja. Und der ist einen Monat zuvor am 28. Juni passiert in Sarajevo, als der österreichische Thronfolger erschossen wurde. Ja, und darauf hat Österreich Serbien ein Ultimatum gestellt, das komplett eingehalten wurde, bis auf, ich glaube, ein oder zwei Punkte. Ein Punkt war, glaube ich, den Attentäter rauszukriegen, irgendwie sowas. Und weil es nicht zu 100% durchgeführt wurde, dieses Ultimatum, hat Österreich Serbien den Krieg erklärt, dann hat Russland Österreich den Krieg erklärt, Deutschland sagte wieder, wir unterstützen Österreich und erklären euch den Krieg, England D und es hat sich einfach BÄM! Ja, da haben die ganzen Bündnissysteme gegriffen auf einmal. Genau. Und zwar die Mittelmächte, der Dreierbund zwischen Deutschland, Österreich und noch Italien. Nee, Italien war nicht dabei beim Am ersten. Anfang schon. Die Ja? sind im Laufe des Ersten Weltkriegs gewandert. Ich glaube, Ja, das 19. Osmanische Reich war auch noch bei den Mittelmächten. Ja, stimmt. Ein paar andere Staaten auch noch, aber es hat sich im Prinzip um Deutschland und Österreich gehandelt, nachdem Italien dann spät abgewandert ist, ich glaube Ende 15, Anfang 16. Und der Entente. In unseren Schulkreisen Ente-Ente genannt. Bestehend aus Frankreich, dem Zarenreich und England. Ja, und später dann auch noch den USA. Richtig. Die, glaube ich, 1917 eingetreten sind. Richtig. Ich überlege gerade. Ich glaube, man Als hat die Russen ausgetreten sind, die sind auch 1917 dann. im Zuge der Oktoberrevolution. Jawohl. Ja, das könnte man eigentlich nur so groß zum Ersten Weltkrieg sagen. Für die, die es nicht wissen, Deutschland und Österreich haben ihn verloren. Ja. Hat im sogenannten Wiener, im diktierten Frieden von Versailles geendet. Und für uns sein Schema. Ja. Deutschland wurde die alleinige Kriegsschuld zugesprochen auf Drängen von Frankreich hin. Was falsch ist eigentlich. Da streiten sich ja Historiker heute noch vortrefflich drüber. Die Rolle Das Ding. von Wilhelm II. Ist sehr umstritten. Ich persönlich bin der Meinung, dass Deutschland nicht die alleinige Kriegsschuld trägt. Es trägt eine Mitschuld. Ich sag so, eine Alleinschuld, nein. Mitschuld tragen für mich viele, weil man hätte auch sagen können, nö, wir unterstützen Serbien nicht. Es hat sich einfach, aber die Hauptschuld liegt an Österreich und Deutschland von mir aus, ja. In einer Zeit, als es einfach ein Klima war, das, da kannst du Russland, USA heute nicht mit vergleichen. Das war nochmal x-fach explosiver. Ja. Noch viel nationalistischer. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben verloren, mal wieder. Der Friedensvertrag war eine Frechheit. Er hat unter anderem auch den Grund für Adolf Hitlers Schwerter gegeben. Ja, der ja massiv gegen Versailles gewettert hat. Man muss da auch sagen, es war ein Vertrag, den hätte. Das waren Bedingungen, die man nicht annehmen konnte zu der damaligen Zeit. Richtig. Es war brutal. Richtig. Wie hat Hitler mal gesagt? Die wollen, dass wir kaputt gehen. Die wollen, dass Richtig. wir kaputt gehen. Es war Wahnsinn.
Allein wenn man bedenkt, ja, Beruf sind nur noch 100.000 Mann, wenn man bedenkt, wie groß es vorher war, wie viele Arbeitslose das allein bringt, die Wirtschaftssituation, die galoppierende Inflation, die darauf folgte, die Weltwirtschaftskrise ein paar Jahre danach. Alles das endete dann, jawohl. Viele sagen, Versailles entmündet, machte den Weg frei für den Zweiten Weltkrieg. Diese These ist ja heute noch sehr beliebt. Ja. Und nicht zu 100% falsch. Ja, das war der Erste Weltkrieg. Ja, das war das in der Kurzform. Der kürzesten Kurzform. 1918, ja, genau. November 1918. Wir springen jetzt aber wieder in die Gegenwart. Nämlich zur Militäroffensive Israels. Mal wieder. Mal wieder. Was war passiert? Die Vorgeschichte. Moment, ich muss mal eben kurz überfliegen, was los war. Im Zweifel geht es wieder um den Gazastreifen. Bla bla bla. Ach so, es ging unter anderem damit los, dass ein israelischer Student oder zwei Studenten entführt wurden, die dann tot aufgefunden wurden. Erinnert mich an die Geschichte in Mexiko. Ja, das hat wirklich starke Ähnlichkeiten damit. Und dass die Tötung dieser Leute, der von Israel der Hamas zugeschrieben wurde, wobei die Hamas und es auch wohl den Israelis bekannt war, dass die Familie, die dahinter steckte, oft so eigene Dinger dreht und sich nicht so wirklich, was so der Dachverband sagt, also Dachverband in Anführungszeichen. Und daraufhin haben dann Israelis Palästinenser entführt und die umgebracht. Ah, jetzt höre ich wieder was. Ach so, okay, du hast mich nicht gehört. Also, ich liebe Skype. Hörst du mich denn jetzt immer noch klar? Ja, oder? Ich höre dich wieder klar. Alles klar, weil mein Internet spackt nämlich manchmal zwischendurch rum, da bricht das alles mal kurz ein. Scheiß drauf. Ja, okay. Und dann heizte sich die Stimmung immer weiter an. Und dann ging es auch wieder los, dass die Hamas wieder angefangen hat, den Süden Israels mit Raketen zu beschießen. Das ist ja ein Hobby. Das man ist ja quasi ein Hobby der Hamas, ja. Und das hat sich natürlich Israel nicht gefallen lassen. Die haben sich auf das Recht zur Selbstverteidigung berufen und haben dann am... lass mich nicht lügen. Ich lass dich aber lügen. Okay. Haben dann am 8. Juli mit der Bombardierung und Luftangriffen und dem Artilleriebeschuss des Gazastreifens begonnen. Mal wieder. Ja. Dann sind auch in der zweiten, also die Operation konnte in, ich guck mal gerade mal, ich glaube, die wurde in, ja, oder der Konflikt wurde in 8 Phasen eingeteilt, laut Wikipedia. Die erste Phase war die Bombardierung. Wikipedia hat immer recht. Ja. Die zweite Phase war eine Bodenoffensive, die am 19. Juli begann und keine Ahnung, wann die geendet hat. Wahrscheinlich erst mit Ende des Konflikts. Der Konflikt endete dann damit, dass Israel mit den palästinensischen Gebieten eine Waffenruhe am 26. August vereinbart hat, die wohl immer noch hält, glaube ich, so mehr oder weniger. Ich weiß es gerade nicht. Und was ist passiert? Die Israelis haben ganz viele zivile Gebiete bombardiert mit dem Argument, dass die Hamas bewusst in diesen Gebieten Waffen versteckt hält. Ah, deswegen bombardiert man Zivilisten. Zumindest die Häuser von den Zivilisten. Ja, in Häusern leben meistens Menschen. Israel hat sich aber darauf berufen, dass sie vorher per SMS und Flugzettelabwurf gewarnt haben, dass sie dieses Gebiet bombardieren werden. Also das haben die wohl gemacht, ich weiß es natürlich nicht. Okay, also entschuldige, wenn mir jemand eine SMS schickt, sehr was, wir bombardieren gleich dein Häusl, schleich dich lieber. Dann lösche ich die SMS instant. Ja, und jetzt prüft er, glaube ich, noch das mit dem Flugblatt. Ich glaube, jetzt gibt es, also insgesamt sind bei dem Konflikt rund, ich gucke mal eben auf die Auswirkungen, Opfer. Keine Ahnung, ich glaube irgendwas um die 3 oder
4000. Ach ne, Tote, bla bla bla. Nach verkündeter Waffenruhe. 1865 Tode laut der Hamas, und die UNO schätzt das auf 1814 Tote. Davon seien 72% zivile Opfer. Israelische Stellen gehen von rund 900 getöteten feindlichen Kämpfern aus. Ich sag mal so, eine der Zahlen wird nicht stimmen. Ja. Ich überlasse es euch jetzt zu überlegen, welche richtig ist und welche falsch ist. Ich kommentiere das nicht, welche ich für richtig halte. Ich auch nicht. Ich sag nur, eine kann nicht stimmen. Ja. Mindestens eine. Ja. Wenn die einen sagen, 77% Zivilisten von 1800, aber Israel sagt 900 waren Kämpfer, dann geht sich das mathematisch nicht aus. Also irgendeine Zahl stimmt nicht. Welches ist, weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgezählt. Ja. Gut, jetzt gibt es dann noch eine Überprüfung des Verhaltens von Israel, ob das Menschenrechte, ob Israel Menschenrechte verletzt hat. Und Kriegsverbrechen, glaube ich, sind auch, glaube ich, im Gespräch. Ich weiß es gerade nicht. Entschuldigt bitte, ich entschuldige mich bei jedem Israeli, der dieses Video sieht. Ja, das war das zur israelischen Militäroffensive. Dann kommen wir jetzt nach Na, ich zu Deutschland. den Zonis. Ja, aber Ab ich das möchte sechs. noch eine Randnotiz machen, weil ich das gerade bei Ein Rand. Wikipedia sehe. Am 10. August wurde in der Türkei Recep Tayyip Erdogan zum 12. türkischen Staatspräsidenten im ersten Wahlgang gewählt. Ach ja, stimmt, scheiße, der war ja auf Wahlkampftour in Deutschland und Österreich. Ja. So, dann kommen wir zu den Landtagswahlen in Sachsen. Jawohl. Am 31. 31. August. August im Jahre 2014. So, was ist in Sachsen passiert, du? In Sachsen ist nicht viel passiert. Es bleibt eigentlich alles beim Alten. So gut wie. Eine angenehme Sache gibt es, neben dem, dass die FDP wieder raus ist. Die NPD ist an der 5%-Hürde gescheitert. Seht ihr, dafür sind Hürden auch gut. Äußerst knapp mit 4,9. Richtig. Also wenn es nicht um die NPD wäre, könnte man fast schon sagen, dass es fast schade ist, aber um die NPD tut es mir nicht leid. Richtig. Stärkste Fraktion ist mit Abstand wieder die CDU mit Jawohl. 39,4%. Die stellen damit auch wieder den Ministerpräsidenten Tillich. Zweite Kraft ist die Linke geworden, die in Ostdeutschland ja schon Geblieben. Volkscharakter ist. Genau, hat 18,9. Also ihr seht die Differenz. Das sind 21%, die zwischen dem ersten und dem zweiten liegen. Ja, beide haben ein bisschen verloren, muss man dazu sagen. Richtig, aber nur marginal. Ja. Die SPD kommt auf 12,4, hat ganze 2% zugelegt. Ui. Ja, und dann die AfD. Es war klar, dass die AfD in den ostdeutschen Ländern wohl ins Parlament einziehen wird, weil sie auch bei den Bundestagswahlen und den Europawahlen in Ostdeutschland sehr gute Ergebnisse erzielt hat, sogar zweistellige Ergebnisse. Aber zwischen Einziehen und fast die 10% knacken, das sind Welten. Das sind 5% Unterschied, ja. Ja, 9,7% beim Erstantritt für die AfD. Aus dem Stand. Ja, sage ich ja beim Ja. Erstantritt. Die Grünen sind gerade eben noch mal so reingekommen mit 5,7%, Boah, dieses Ergebnis wünsche ich mir nächstes Jahr in Wien. haben 0,7% verloren. Und dann natürlich meine FDP, meine Liberalen, sind bei 3,8 gelandet, sind um 6,2% eingestürzt. Die wären nicht mal in Österreich drin gewesen, weil bei uns gibt es nur die 4%-Hürde. Damit ist das Bündnis von CDU-FDP gescheitert. Richtig. Es ist gebrochen und jetzt regiert, glaube ich, in Sachsen eine große Koalition. Ja, es gab mehrere Ja, Möglichkeiten. die CDU konnte sich aussuchen, mit wem sie wählt. Sie brauchte nicht mehr viel. Es war sogar, hatte Herr Tillich, also das ist der Ministerpräsident jetzt in Sachsen, hatte sogar gesagt, dass er vielleicht sogar mit der AfD sprechen wird. Ja, was allerdings dann von Mutti sehr, sehr schnell. Mutti hat direkt gesagt, njet Nee. ist nicht. Ja, njet wird Putin sagen. Nee, Frau Merkel würde ihre Rautmauer sagen: Nein, wir reden mit der AfD nicht. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob es so gut ist, sich die AfD so einfach totzuschweigen. Ich kann euch nur sagen, aus Österreich eine Partei von Haus aus einfach zu ignorieren, funktioniert Nee, nicht. das hat die SPD ja auch mit der Linken gemerkt.
Die SPD hat ja vorher die Linke auch totgeschwiegen, wollte überhaupt nichts mit denen zu tun haben. Ja, und jetzt haben sie das Problem. Ja, im Osten ist halt die SPD immer noch sehr, die Linke sehr stark. Ja. Ja, hat ja im Osten auch Volksparteicharakter. Ich entschuldige mich, gut, Paddy muss man sagen, ist, ne? Ihr wisst ja, welcher Partei er angehört, deshalb hat er so mal seine Probleme mit der Linken. Ich habe kein Problem mit der Linken. Ich habe es letztens zu Eddie gesagt, ich würde mich viel eher mit Gregor Gysi als mit irgendeinem Grünen unterhalten. Ja, Gregor Gysi ist ja auch einer der Normalen in der Linkspartei. Genauso wie Herr Ramelow, auf den wir ja noch kommen werden. Mit den Normalen habe ich nicht so meine Probleme. Aber mit der anderen Hälfte habe ich so meine Probleme. So, mit Wagenknecht? Ja, oh Gott, das will erstmal einen Schluck Zitronenmineralwasser da drauf. Andere hätten jetzt einen Schnaps genommen oder so. Ja, es regiert jetzt CDU, SPD in Sachsen. Jawohl. Und ja, da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Die AfD hatte aber noch ein klitzekleines Problemchen im Nachgang. Es ist ja immer so, dass die konstituierende Sitzung eines Parlaments... War das die mit dem Alters... Mit dem Alterspräsidenten, genau. Das heißt also, der Älteste im Landtag bzw. im Bundestag führt die Sitzung, bis der Präsident des Landtages oder des Bundestags gewählt ist. Das heißt, er sagt, so, wir wählen jetzt. Er fragt, dann nehmen Sie die Wahl an und dann übergibt er ihm das Amt. Ja. So, jetzt sollte das einer von der AfD werden. Ist ja erstmal nichts gegen zu sagen. Ich persönlich habe auch ich habe inhaltliche Probleme mit der AfD. Ich sage nicht, dass das Nazis sind und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, dass dieser Alterspräsident von der AfD, ich sag mal, eine sehr rechte Vergangenheit hatte. Dass er wohl sehr stark mit rechtsextremen Aussagen aufgetreten ist und auch oft in Verbindung mit denen gebracht wird. Das führte dann dazu, dass die AfD diesen Mann zurückziehen musste und es ist dann irgendein anderer geworden, keine Ahnung. Und das führte natürlich dann wieder zur Diskussion, grenzt die AfD sich sauber von den Rechtsextremen ab? Ich sag mal so zu diesem Thema, weil ich ja dir genug Beispiele kenne. Ich sag mal so, wenn man lang genug sucht, wird man immer etwas finden. Ja. Also ich sag mal so, wenn jetzt da Beispiel, du hast jetzt einen 45-jährigen Abgeordneten. Und wenn du ein bisschen suchst und du siehst ja, dass der mit 18 mal, was weiß ich, dort war und dort, wird es dir trotzdem gegen den Kopf gehauen. Natürlich. Ist 20 Jahre her, wird dir trotzdem gegen den Kopf gehauen. Wenn man sucht, findet man immer was. Ich kenne diese Person nicht, darum kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, wenn man was suchen will, findet man was. Man muss auch dazu sagen, die Wahlbeteiligung war katastrophal. Ich weiß gar nicht, wo war die denn gerade? Ich guck gerade mal. Wahlberechtigt. 49,1. Ja, das ist wirklich nicht berauschend. Also hat noch nicht mal die Hälfte des Landes abgestimmt. Sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ist der schlechteste Wert in Sachsen. Der schlechteste Wert überhaupt, was ich gerade lese, war Sachsen-Anhalt 2,6 mit 44,4. Mhm. Stell dir vor, es ist Wahl und keiner geht hin. Ja, das stimmt. Okay. Dann ab in den September. Jawohl. Da machen wir das ganz schnell, ganz kurz. Kurz und knackig, 75 Jahre Ausbruch, Zweiter Weltkrieg. Da verweisen wir im Wesentlichen auf das Hitler-Video. Auf das Hitler-Video. So, Hitler. Ich verweise auf das Hitler-Video. So, Hitler. Großartig. Okay, dann das Referendum in Schottland. Schottland strebte die Unabhängigkeit an. Ja. Hat auch mal wieder den Herrn Cameron die Zwickmühle gemacht. Den haben wir schon in Part 1 erwähnt. Richtig. Man muss sagen, die Umfragen sahen knapper aus, als das Ergebnis hinterher war. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, das Ergebnis war ziemlich eindeutig, dass die Schotten nicht in die Unabhängigkeit gehen wollten. Ich guck gerade mal. Gesetzmäßigkeit des Referendums. Bim. Bim. Ergebnis. Da haben wir's. Ja. Das Ergebnis war in Schottland, 44,8% waren für die Unabhängigkeit und 55,1% waren gegen die Unabhängigkeit. Und wenn man sich die Umfragen vorher anguckt, war das eigentlich immer nur ein Wimpernschlag teilweise. Na gut.
Man muss dazu sagen, in England wurde das Thema ziemlich unter den Tisch gehalten. Erst als bei einer Umfrage, die pro Unabhängigkeit vorne lag, da ist man in England erst aufgewacht. Ja gut, man muss jetzt allerdings auch an der Stelle erwähnen, weil das gesagt Wahlergebnis war dann doch ziemlich deutlich mit 55-45 gerundet. Vor etwas einem Jahr vor der Umfrage waren die Befürworter dabei gerade mal 30, also nur so ein bisschen einzuordnen. Es hat dann eine Eigendynamik entwickelt und von 30 auf 45 ist trotzdem eine Steigerung. Das heißt, Schottland ist in der Frage trotzdem sehr, sehr gespalten. Sieht man das? Das Positive für Schottland ist natürlich jetzt, dass London den Schotten mehr Rechte zusprechen will Ob sie es werden, ist eine und dass Frage. sie dadurch etwas unabhängiger von London werden. Das hatte man ihnen vorher versprochen. Und ja, Cameron konnte sich dadurch etwas in seinem Sattel halten, auch wenn er selbst einen Rücktritt auch bei der Unabhängigkeit ausgeschlossen hat. Ja, Aber aber ob er es dann hätte halten können, das sei mal dahingestellt. du, das ist dann so, wie wenn Mutti der Minister das Vertrauen ausspricht. Ja, das ist der Kuss der Cosa Nostra. Richtig, weil es ist ganz klar, hätte Schottland die Unabhängigkeit erreicht durch dieses Votum, wäre er unhaltbar gewesen, der Cameron. Richtig. Das wäre sein politischer Mord gewesen. Er hätte sich auch vor der UKIP nicht mehr schützen können. Nein. Weil die UKIP hätte dann gesagt, siehste, wenn die Schotten ihm nicht mal mehr hinterherlaufen will, dann in Europa was regeln. Zumal er dann ja auch Gewicht in der EU verloren hätte, weil Schottland ist sehr proeuropäisch eingestellt. Ja. Die wären sehr gerne dann in die EU reingekommen. Jo. Okay, dann kommen wir mal zu den Wahlen, zu einigen Wahlen in Österreich. Da darf dann Paddy jetzt mal referieren. Wir kommen zu einer Wahl in Österreich. Ja, eine Landtagswahl in Vorarlberg. Ich Das hoffe, ist ich habe es richtig richtig. ausgesprochen, bist deppert. Ach. Ja, ist ein grauenhaftes Wort, ich weiß. Vorarlberg, aka Vorschweiz. Die sprechen eher wie Schweizer als sonst was. Die hatten eine Landtagswahl in diesem Jahr. Nächstes Jahr haben wir ein paar mehr. Und was ist die Ausgangslage? Wir reden von einer ÖVP mit über 50%. Das ist die Ausgangslage. Es war ziemlich klar, dass sie diese 50% nicht halten werden. Und was ist passiert? Sie haben trotzdem ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt, auf den ersten Blick, mit fast 42%, was allerdings ein Minus von 9% ist, das ist schon heftig. Zweiter wurde die Freiheitliche Partei mit 23,4%, was allerdings ein Minus von 1,7% ist. Große Gewinner waren die Grünen auf 17,1%, sind plus von 6,6%. Ja, die SPÖ ist in Vorarlberg noch unbedeutender geworden, man mag es kaum glauben. Die sind auf 8,77 runter, ist nochmal ein Minus von 1,25. Man könnte meinen, schlechter geht's nimmer. Und die erstmals angetretenen Neos schaffen aus dem Stand 6,9%. Damit haben wir jetzt in Vorarlberg eine schwarz-grüne Regierung. Oh, schwarz-grün. Ja, mir kommt's grauen. Die Grünen sitzen mittlerweile in mehr Landesregierungen als die Kanzlerpartei. Überall als Juniorpartner. Aber sie sitzen in mehr als die Roten. Ja, mit Schwarz-Grün, das ist zurzeit in Deutschland auch ein Thema. Da kommen wir dann später nochmal zu, wenn wir uns über Herrn Ramelow unterhalten im Was Dezember. mir noch dazu einfällt zu sagen, ist ja, die vorarlbergische Regierung hat heute ihr Budget vorgelegt und hat die komplette Opposition abgelehnt. Ja, das war ja klar. It's too much of the same. Same old shit, könnte man auch. Sagen wir doch mal so, die Politiker auf der Oppositionsbank werfen in der Regierung das vor, was sie selbst machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Das ist Opposition. Ja. Opposition ist toll, kannst du einfach sagen, mach's anders, brauchst nicht unbedingt selbst Vorschläge machen. Bis. Bis man selbst in die Regierung kommt. Genau. Dann will man aber von seinem Geschwätz nichts mehr wissen, dann hieß es das vor einem anderen Zusammenhang. Ja, ist es kurzes Off-Topic. Erinnert mich an die Wiener Grünen in Wien. Die haben propagiert, dass unsere Jahreskarte für die Verkehrsbetriebe 100 Euro kosten soll. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hat die weit über 350 gekostet. Sprich, das wäre ein wirtschaftlicher Wahnsinn gewesen. Was haben die Grünen als Erfolg gefeiert, dass sie es auf 365 gesenkt haben? So viel nur zu diesem Thema, hat nichts damit zu tun, aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, oder ein bisschen mit Wahlrecht haben sie sich nicht an ihre Dinge gehalten. Aber egal, ist ein anderes Thema.
Gut, dann kommen wir jetzt. Ich muss nämlich auch nachher weg, deshalb machen wir das jetzt ein bisschen im Schnelldurchgang. Oder zumindest, wenn nicht, müssen wir nachher nochmal einen Schnitt machen, das dann später weitermachen. Das kriegen wir schon hin, keine Ja, Sorge. wir kommen dann jetzt zu den Wahlen in Brandenburg und Thüringen. Jawohl. Welche wir zuerst machen, ist wurscht, weil beide am selben Tag waren. Ist egal. Dann Fangen wir machen mit wir Brandenburg, weil Thüringen Brand. können wir dann die Genau. Brücke schlagen. Brandenburg, wie war die Ausgangslage? Ausgangslage war eine rot-rote Koalition, also aus SPD und Linken. Jawohl. Ministerpräsident war und ist von der SPD Dietmar Woidke. Vorher Jawohl. war es, ach, wie ist er denn vorher nochmal, der Vorgänger von dem? Ich komme gerade nicht drauf. Moment, ich hab's gleich. Zurück, zurück, zurück. Ministerpräsident von Brandenburg. Matthias Platzeck, genau, auch von der SPD. Der ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Dietmar Woidke musste sich also erstmal in einer Wahl behaupten. Und hat nicht mal so viel verloren. Hat sich solide gehalten. Also ich kann das Ergebnis schon mal sagen, es regiert weiterhin ein rot-rotes Bündnis aus SPD und Linke. Die SPD kommt auf 31,9%, verliert marginal 1 1,1 Prozent, ja. 1% rund. Die CDU kommt auf glatte 23%, legt ungefähr 3% zu. Die Linke stürzt um 8,6% auf 18,6 ab. Den Schuldigen wirst du uns jetzt wahrscheinlich vorlesen. Den Schuldigen? Ja. Gibt's einen Schuldigen? Naja, schau, wenn ich sehe hier 8,6 minus, ich sehe bei sonstigen 8,2 minus, dann sehe ich eine Partei, die 12,2 Ach gewinnt. so, so meinst du das. Okay. So meinst du. Ich dachte, du meinst es innerhalb der Partei. Okay. Nein. Dann, viertstärkste Kraft sind nicht die Grünen geworden. Die sind mit Bei weitem 6,2 nicht. auf dem fünften Platz gelandet. Denn ungefähr doppelt so viel hat die AfD geholt. Die Mit haben aus 12,2. dem Stand 12,2% geholt. Ein respektables Ergebnis. Ja. Die anderen Freie Wähler, NPD und Piraten sind alle unter 5%. Und wer auch noch? Die Die FDP, FDP. die wird hier tatsächlich bei Wikipedia unter den sonstigen Parteien schon geführt. Ich guck Ist gerade mal. das. Die FDP hat 1,4 geholt, also noch ist noch hinter den Piraten gelandet. Das ist ja eigentlich. Die sind hinter der NPD? Ja, ich würde gerne mal wissen, wie viel die verloren haben. Ich sehe, dass sie im alten Parlament 7 Sitze hatten. Ja, Sitze 2009, das sehe ich auch. Warte, 7 Sitze, die Grünen haben jetzt 6 Sitze, also die werden schon. 5% sind die ungefähr eingebrochen dann wahrscheinlich. Ja, würde ich schätzen, ja. Okay. Wie gesagt, Herr Woidke bleibt Ministerpräsident in Brandenburg. Großer Verlierer ist die Linkspartei. Ein großer Verlierer ist die Neben der FDP. Linkspartei. Man weiß nicht so recht, warum die Linkspartei so viel verloren hat. Das weiß die Linke auch nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Erfolge der Regierung immer dem großen Partner zugeschrieben werden. Leider. Ich würde eher sagen, dass viele der Protestwähler zur AfD gewandert sind. Das Das wird auch ein ist Grund sein. auch, ich glaube, in Brandenburg haben sie sogar extrem viel von. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo eine Wählerwanderung gibt. Wahrscheinlich irgendwo bei tagesschau.de oder sowas, keine Ahnung. Wir haben das, glaube ich, auch in dem Video darüber Was ich noch besprochen. sagen möchte, 3 Tage vor der Wahl hatte die Umfragen die AfD auf 9,5 gesehen, was die höchste Umfragenwerte generell für die AfD waren. Und jetzt waren es doch 12,2, also die Umfrageinstitute haben mal wieder krachend daneben gelegen. Ja, was man Furchtbar. der AfD vorgeworfen hat, ist ein großes Thema war die Sicherheit, weil Brandenburg sehr viel mit Grenzkriminalität zu tun hat. Und da hat wohl die AfD ordentlich in diese Kerbe reingeschlagen. Und das hatte man der AfD vorgeworfen, dass sie wieder mit den Ängsten der Leute spielen würde. Ich glaube, inzwischen ist es sogar so, dass ein AfDler wieder abtreten musste, weil er eine rechtsextreme Vergangenheit hatte, die aufgeflogen ist oder Wo wir wieder rausgekommen bei dem ist. Thema von gerade eben waren. Jawohl, und damit beträgt die Fraktionsstärke nicht mehr 10 Sitze, sondern nicht mehr 11 Sitze, sondern nur noch 10 Sitze. Dürfen Sie den nicht neu besetzen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das da war jetzt genau. Normalerweise müsste er einfach durch den nächstbesten auf der Wahlliste Ja. gesetzt werden. Er ist ja nicht zu einer anderen Partei gewechselt. Spitzenkandidat der AfD ist Alexander Gauland, Pressesprecher auch der kompletten der AfD-Bundespartei. Ja. War ein achtbares Ergebnis. Vor allem die Linke großer Verlierer. Sonst, ja, die einzigen noch wirklich mag gewonnen haben, waren die CDU mit 3% oder Ja, aber das sonst. ist nicht so zu erwähnen. So, dann kommen wir nach Thüringen. Der Herr der Thüringe. Der Herr der Thüringer, wo es die Thüringer Klöße gibt.
Und das war's auch schon, was man. Richtig. Also in Thüringen regierte bisher eine Frau Lieberknecht. Lieberknecht? Ah, Ja. ja. Sagt mir was. Und die, genau, nee, Anja Sigismund war von den Christine Lieberknecht von der CDU kandidierte, dann Bodo Ramelow von den Linken, eine Heike Taubert von der SPD, Uwe Barth von der FDP und Anja Sigismund von den Grünen standen zur Wahl. Ausgangslage, große Koalition CDU-SPD. Damals, sag mal, musste ich mal dazu sagen, hatte die, Moment, ich muss mal kurz überschlagen. Ja, wäre ein rot-rotes Bündnis unter Führung der Linken schon möglich gewesen, aber damals hatte die SPD was dagegen, weil Herr Matschi ein Problem mit der Linken hat. Also der Matschi, da ist der Name im Programm, da weißt du, was der im Kopf hat. Das ist jetzt anders. Ich lese mir eben die Wahlergebnisse vor. Die CDU bleibt stärkste Kraft, legt sogar 2,2% zu, kommt auf 33,5%. Die Linke legt um 0,8 zu, liegt jetzt bei 28,2. Die SPD stürzt um 6,1% ab, landet bei 12,4. Gerade so Dritter. Gerade so Dritter, denn knapp dahinter mit 10,6 ist schon die AfD. Auch hier zweistellig. Auch hier zweistellig. Die Grünen immer Grünen noch unbedeutend mit 5,7. verlieren ein halbes Prozent. Und welche Überraschung, die FDP ist rausgeflogen. Und Mal auch wieder. wieder hinter der NPD gelandet. Das ist eigentlich richtig bitter. Das ist richtig, bitte. Die FDP hat 5,2% verloren. Die NPD hat 0,7% verloren. NPD 3,6, FDP 2,5, Freie Wähler 1,7 und sonstige Parteien 1,9. Ja, sind so die Piraten, die ganzen anderen Jawohl. Affen. Also, jetzt war im Gespräch. Also, meines Erachtens hätte die SPD nach so einem Wahlergebnis auf jeden Fall in die Opposition gemusst. Das Problem ist, da die CDU sich nicht mit der AfD anfreunden darf, will. Ich glaube, das wäre sogar rechnerisch gar nicht gegangen. Die hätten einen Sitz zu wenig. Ach so, okay. Es sind 91 Sitze und zusammen wären sie auf 45 gekommen. Das wäre nicht gegangen. 46 brauchst du, ne? Richtig. Genau, denn ohne die SPD ging keine Koalition. Ich glaube, es wäre, glaube ich, rechnerisch noch gegangen, CDU, Linke und Grüne. Das wäre aber ein komisches Bündnis gewesen. Du, es hätte alles gereicht. Auch CDU, SPD hätte um einen Sitz gereicht. Die hätten nämlich Ja, 46 da Sitze. wollte ich jetzt nämlich gerade drauf kommen. Also, CDU, SPD hätte gegangen, linke SPD alleine geht nicht. Dazu brauchte man noch die Grünen. Und es ist tatsächlich so gekommen, dass man ein rot-rot-grünes Bündnis jetzt geschlossen hat. Die Linke stellen den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, den haben wir im Dezember erwähnt, deshalb können wir den jetzt hier auch schon abarbeiten. Der erste linke Ministerpräsident, da gab es eine heftige Diskussion darüber, ob Deutschland überhaupt schon so weit ist für einen linken Ministerpräsidenten, wird er wegen SED-Vergangenheit, in Klammern, Bodo Ramelow kommt eigentlich gebürtig aus Niedersachsen, ist dann nach der Wende nach Thüringen als Gewerkschaftsfunktionär gegangen. Und man muss auch sagen, er hat eigentlich, wenn man sich seinen Wahlkampf anguckt, eigentlich einen recht sozialdemokratischen Wahlkampf geführt. Also es ist kein Linker à la Lafontaine oder Wagenknecht, sondern ein Linker à la, ja, wie nenne ich da mal, à la Gysi, sag ich mal. Also die etwas bodenständigeren, die sogenannten Realos. Ja, und Was ich jetzt an der Stelle dazu sagen muss, auf den ersten Blick, es klingt schon aberwitzig. Da bist du Ministerpräsidentin, gewinnst bei der Wahl dazu und verlierst dein Amt. ja, das ist halt, sie hat keine Mehrheit gefunden, ne? Durch eine Partei, im Endeffekt ist ja die SPD das Zünglein an der Waage gewesen, Richtig. durch eine Partei, die 33% verloren hat, von 18 auf 12. Ja. Klingt aber witzig eigentlich. Du gewinnst und musst durch einen der Verlierer abdanken. Richtig. Ja, und AfD ist auch, wie gesagt, zweistellig geworden, 10,6. Ja. Es gab sogar dann wie gesagt, die angesprochene Diskussion, da hat sich sogar unser Bundespräsident zu geäußert. Och, der meldet sich auch Der mal. Herr Gaukler, unser Bundesgaukler, hat sich gemeldet und sagt, er persönlich hat ein Problem damit, dass ein linker Ministerpräsident wird, weil er die Partei noch nicht so weit sieht, dass sie mit ihrer Vergangenheit komplett abgeschlossen hat. Wo ich sage, hat der sie noch alle? Das ist eine demokratisch gewählte Partei und der Ministerpräsident ist
Ramelow ist demokratisch legitimiert. Das ist der Wille des Thüringer Volkes. Ja, das, du, ich kenne diese Geschichten sehr gut aus Österreich. Ich kenne diese Geschichten. Also, das ging absolut gar nicht. Ich muss so sagen, ich habe auch kein Problem damit, dass ein linker Ministerpräsident wird. Lass den 4 Jahre regieren und dann, oder 5 Jahre und dann wird Bilanz gezogen. 5 sind's. Fünf sind es, ja. Ja, wie gesagt, ich finde es, wenn der Erstplatzierte keine Mehrheit zusammenkriegt, dann der Zweite eine zusammenbekommt, dann soll er es machen. Ja, er hat dann eine Mehrheit. Es gibt eigentlich auch im Bundestag eine linke Mehrheit aus Rot-Rot-Grün. Die gibt es. Knapp aber doch, ja. Aber das wollte ja unser Sie oder das wollte ja der Dicke nicht. Ja, ihr seht, ich mag Herrn Gabriel. Okay. Großartig, großartig. Damit haben wir die Landtagswahlen abgeschlossen und den September auch. Große Gewinner, die Linkspartei, die stellen sind Herr der Thüringe. Der Thüringer Rostbratwürstchen. Ja, der Herr der Thüringe und die AfD auch als großer Gewinner im Osten. Ich glaube, nächstes Richtig. Jahr seid ihr in Hamburg. Ich weiß Ja, gar ich habe schon geguckt. Nächstes Jahr sind Wahlen in Hamburg und Bremen. nicht. Ich sage mal, ich glaube nicht, dass die Ergebnisse mit denen im Osten mithalten können. Also am 15. Februar wählt Hamburg und am 10. Mai wählt Bremen. Warte mal, Wahlen 2015. Gibt es noch mehr Wahlen? Ach Bei uns in so. Österreich gibt es einige, aber das interessiert dich wahrscheinlich. Jetzt stand jetzt weniger. Oh, doch, erzähl mal. Ja, das sind nur die einzigen beiden Wahlen, die wir nächstes Jahr haben. Zu gegebener Stunde reden wir über diese Wahlen dann. Okay, dann kommen wir Vielleicht wählen wir auch jetzt. wieder Nationalrat. Wer weiß. Dann kommen wir jetzt in den November. Ja, Oktober haben wir nichts rausgepickt. Nö. Ja, dann kommen wir gleich mal. 25 Jahre deutsche Einheit. Wow, ich freue Richtig. mich. Unglaublich. Nächstes Thema. Ja, 9. November 1989, Mauerfall. Alle erinnern sich an die legendäre Pressekonferenz von Schabowski. Ich glaube, das gilt ab sofort. Unverzüglich. Und du siehst in diesem Kopf, Scheiße, irgendwas kann da nicht stimmen. Genau. Das ist für mich irrwitzig und gleichzeitig auch irgendwie sympathisch, wie du in dem Kopf siehst, Scheiße. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. An Ja, sich. es hätte später erst gegolten. Ja, wenn es nicht. Wenn, super, Entschuldige, du entscheidest etwas, aber ein anderer soll es vortragen, der nicht dabei war, nicht unterrichtet ist. Ich bitte dich, sowas kriegt auch nur die DDR hin. Das stimmt. Okay. Gott, vermisse ich diesen Staat nicht. 2016 haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Landtagswahlen. Ui, super war ja. Ja, Fast nicht schon. ganz. Bundestag ist erst ein Jahr später. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß. Aber ich glaube, die Koalition hält. So, dann kommen wir in November weiter. Da kommen Senatswahlen in den USA. Haben wir auch ein Video zugemacht. Ja. Die Republikaner haben den Senat erobert. Ja, Damit hat Obama eigentlich kaum noch Möglichkeiten zu regieren, außer durch per Dekret. Das war das Wort, was ich letztes Mal gesucht hatte. er ist eine lame duck. Richtig. Eine lahme Ente. Er kann nichts mehr machen im Prinzip. Aber man muss auch sagen, es ist auch seine letzte Amtszeit. Deshalb geht er jetzt auch alle möglichen heißen politischen Eisen an. Da kommen wir im Dezember nochmal zu. Und er boxt jetzt so viel mit Dekret durch, wie geht. Ja, das Einzige, wo er im Prinzip frei handeln kann, ist die Außenpolitik. Und das ist Obamas große Schwäche, wie wir schon Erwähnt haben. dargestellt haben in dem Richtig. einen Video. Aber sonst hat sich nichts Großartiges verändert, außer nochmal gesagt, Demokraten. Ja, dann kommen wir zu einem etwas heikleren Thema, auch in den USA. Der Fall von Michael Brown. Der könnte glatt aus einem GTA-Spiel sein. Ja, was ist passiert? Michael Brown ist ein Afroamerikaner. Ich weiß gar nicht, wie alt war der? 18? Ist irgendwas in dem Altersbereich. Und der wurde von einem weißen Polizisten angeblich in Notwehr erschossen. Jetzt gibt es viel Streit darüber, was ist passiert. Der Polizist sagt, er hat in Notwehr gehandelt, er hat sein Leben in Gefahr gesehen. Und es wird auch gesagt, dass Michael Brown eigentlich nichts wirklich gemacht hat. Dann sind noch weitere Fälle bekannt geworden. Dann ist ein Afroamerikaner im Schwitzkasten eines weißen Polizisten gestorben. Dann wurde wieder ein Afroamerikaner erschossen, der eine Spielzeugpistole in der Hand hatte. Man Es wurde muss. sofort geschossen, ja. Man musste, ja, die Polizei kam an und die haben sofort auf den geschossen.
Man muss dazu sagen, in diesem Fall war es wohl so, dass diese Spielzeugpistolen wohl irgendeine sichtbare Markierung haben. Dieser Junge diese Markierung aber wohl entfernt hat. Untersuchungen laufen. Amis. Und das Problem ist, dass die Amerikaner oder das amerikanische Polizeirecht mit dem Waffeneinsatz sehr viel flexibler ist, als es beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Ja. Also in Amerika gilt eigentlich immer noch die alte Redewendung, zuerst schießen, dann denken. Richtig. Und in Deutschland heißt es ja auch immer, erst auf die Beine schießen oder in die Arme schießen. Ja, oder Warnschuss alleine schon mal. Erst Warnschuss, dann ein Beinschuss. Das reicht Und normalerweise. das wird in den amerikanischen Polizeischulen anders gesagt. Da wird gesagt, du musst auf den Körper schießen. Beinschuss hilft nicht. Das ist Schwachsinn. Das bringt nichts. Sagen die Amis. Sag nicht ich. Ja, wir kennen die Amis mit ihrem. Ja. Und das führte jetzt dazu, dass es eine Untersuchung gab und diese Jury, die das untersucht hat, die Zeugen befragt hat, hat gesagt, es gibt nicht genügend Beweise, um diesen Polizisten anzuklagen. Ja, das ist der Auslöser für diese absoluten Unruhen in den USA, die ja immer noch aktiv sind. Ja, wir Mit aber den in unseren Medien nicht mehr so interessant nicht so, sind. ja, ist uninteressant. Da gehen Schwarze und auch einige Weiße auf die Straße. Da habe ich letztens ein Plakat gesehen von zwei Kindern, einem Afroamerikanischen, das erschießt du mich auch sofort. Daneben ist ein weißes Mädchen gegangen mit, bin ich die Nächste. Ja. Das ist mir noch im Kopf drin geblieben. Es ist nicht das erste Mal, dass solche Unruhen nachdem ein Polizist mehr oder weniger freigesprochen wurde, in den USA passiert. Das war schon 1992 in Los Angeles. Man muss auch sagen, Da sind dann auch massive Unruhen entstanden. Warum ich da vorhin gesagt habe, es könnte das ein Videospiel sein, weil dieses Szenario 92 in LA in GTA San Andreas mehr oder weniger auch verarbeitet wurde. Für die Zocker hier. ja. Und man muss sagen, es gibt ja öfters diese Fälle, dass amerikanische Polizisten die Leute einfach erschießen, ohne vorher nachzudenken. Und ich glaube, es gibt erst zwei oder drei Fälle, glaube ich, insgesamt, wo hinterher eine Anklage erhoben wurde. Alle anderen Fälle, ich glaube, das sind über 100 gewesen, wurden freigesprochen. Ja. Also, ja. Da kann man nicht so, ne? Die Amis haben einfach eine ganz andere Vorstellung. Es ist immer so, das, was wir über die Amis denken, denken die Amis, die haben sie nicht mehr alle. Ja. Die Amis denken dasselbe über uns. Richtig. Es Die laxen ist. Europäer denken die immer nur. Ja. Es ist einfach. Wir können uns sowieso kein Bild machen. Wir können sagen, aus unserer Sichtweise ist es absolut dämlich, was da drüben passiert. Genau dasselbe denken sie über uns. Richtig. Okay. Dann hatten wir gerade eben schon angesprochen, dass Obama heikle politische Themen angeht. Das ist ganz frisch, was jetzt kommt im Dezember, die Entspannung zwischen den USA und Kuba. Das kam erst gestern oder so in den Medien bei uns. Ja, das, ich glaube, kam auch erst gestern. Da hat Obama gestern sich mal als erstmals zu geäußert. Man hat mit Raúl Castro eine Erklärung verabschiedet, dass die USA und Kuba jetzt etwas mehr zusammenarbeiten wollen. Das heißt, man wird die Sanktionen werden wohl etwas gelockert, es wird etwas mehr Wirtschaftskontakt geben und so weiter und so fort. Man kommt halt, man kann so sagen, Kuba, USA, das waren so der letzte Überbleibsel des, ich sag jetzt mal bewusst, des alten Kalten Krieges. Ja, wir sind jetzt momentan eigentlich mehr oder weniger in einem neuen. Deshalb Alter. Richtig. Und ja, das soll jetzt auf komplett neue Beine gestellt werden. Mal schauen, wie es ist, wenn Obama nicht mehr Präsident ist. Denn ich Ja. habe jetzt gelesen, dass der jüngere Bruder von George W. Bush, wie heißt er denn nochmal? Irgendwas mit J, glaube ich. Bla bla bla. Jet? J. Ich glaube, Jet Nee, heißt er. Jet war doch der Alte aus Florida 2000. Alter, diese Bushs, das ist ja auch eine reine politische Inzestfamilie. Keine Ahnung, welches Neues. Ja, auf jeden Fall will jetzt sein Bruder, der Jüngere, Kandidieren? glaube ich, kandidieren. Und Aber er ist auch echt. der erste Schritt ist, dass die Präsidentschaftskandidatur ernsthaft geprüft wird. Ja, aber in den Umfragen läge Bush
wie auch immer, weit hinter Hillary Clinton, muss man sagen. Wenn die sich denn bei den Demokraten durchsetzt. Aber da zweifelt, glaube ich, da zweifelt keiner dran. Ich wüsste nicht, wer sonst. Ja, ich sehe ja gerade, Barack Obama kündigt die Aufhebung zahlreicher Wirtschaftssanktionen gegen Kuba an. Ja, interessant, weil auch seit ein paar Tagen jetzt Russland sich Richtung, naja, Richtung Nordkorea bewegt, kann man nicht sagen, aber er hat jetzt mal den Kim eingeladen, also ich glaube nächstes Jahr nach Moskau kommt, um da vielleicht über ein paar wirtschaftliche Zusammenarbeiten zu diskutieren, weil wir wissen alle, Russland wird eigentlich ignoriert jetzt vom Westen, dadurch hat die russische Wirtschaft große Probleme, der Rubel ist in einem rasanten Sturzflug und jetzt versucht man sich einfach mit den anderen Partnern zu beschäftigen. Ich glaube, die Moskauer Börse hat über 40% in den letzten Wochen verloren. Ja, fast schon Tagen. Ja, also gestern ist sie, glaube ich, um 10% eingebrochen. Ja. Apple hat den kompletten Verkauf seiner Produkte in Russland eingestellt. Also das ist, in Russland geht es schon drunter und drüber. Aber jetzt geht's noch... Was auch an den sehr starken Sanktionen liegt, nachdem Russland ja unter Anführungszeichen einmarschiert ist in der Ukraine. Was mich an ein Zitat von Barack Obama erinnert, und er hat wörtlich gesagt, ein anderes Land darf nicht in ein anderes einmarschieren. Das fand ich von einem amerikanischen Präsidenten. So genial. Die Aussage einfach so... Ja, ich sag mal so, Obama kann das sagen, der marschiert ja nirgendwo hin, der lässt nur Drohnen überall fliegen. Richtig, das ist ja was komplett anderes. So, aber jetzt wollte ich noch für den Februar was nachtragen, das habe ich vorhin vergessen. Wir hatten ja im letzten Video die ADAC noch einen kurz angesprochen. Jawohl. Den wollte ich jetzt noch ganz kurz eben nachreichen. Den guten alten ADAC. Den Automobilclub in Deutschland. Und da will ich eigentlich nur sagen, das war ein super Thema, um uns von wichtigen Fragen abzulenken. Es regen sich alle tierisch auf und es geht um nichts. Es geht um überhaupt nichts. Es geht darum, dass der ADAC, der hat eine eigene Zeitschrift, dann die verschickt hat und da durften dann die ADAC-Mitglieder ihr Lieblingsauto wählen. So, und da haben jetzt wohl, ich sag jetzt mal eine Zahl, 3.500 nur mitgemacht. Und die ADAC hat gesagt, ja, es haben 35.000 mitgemacht. Und ein bisschen haben sie wohl auch beim Ranking ein bisschen geschoben. Aber hallo, die 19 Millionen ADAC-Mitglieder, die sind nur wegen einem einzigen Grund im ADAC. Das ist die Pannenhilfe im Notfall. Richtig. Darum bin ich auch im ÖMTC, seitdem ich einen Führerschein habe. Deshalb, es geht, alle regen sich auf, oh, ADAC fällt Statistiken, die drehen Batterien an. Ja, mein Gott, das interessiert doch überhaupt niemanden. Auch Austrittswillen. Mein Vater hat auch gesagt, ich trete aus dem ADAC aus, das geht gar nicht. Ich so, das ist doch total schwachsinnig. Das ist aufgebauscht von den Medien, es geht um überhaupt nichts. Du bist sowieso nur drin wegen der Pannenhilfe. Der liest auch nie das Heftchen, nimmt das Heftchen und schmeißt das sofort in Papiermüll. Ich habe es am Tag, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, beim zweiten Antritt, habe ich mir das durchgelesen, weil ich war um 11 in der Fahrschule. Weißt du, wann ich meine Prüfung angetreten habe? Ich war der Zweite, der gefahren ist. Um 15.20 Uhr. Wow, da war der Erste aber lang unterwegs. Nein, der Prüfer hat sich einfach verspätet. Der kam einfach irgendwann, dann hat noch in Ruhe einen Kaffee getrunken, mit dem Fahrlehrer unterhalten. Ja, und du sitzt da dann unter Strom, ne? Ja, und dann, als ich die Prüfung starte, schaue ich auf die Mittelkonsole, sehe 15.20 Uhr. Geil, genau dieselbe Zeit, wo ich es vor 2 Wochen verbockt habe. Ach ja. Ich hab's geschafft. Ja, Glückwunsch. Aber du hast jetzt hier nochmal Fall Edati 2 stehen. Ja, das ist jetzt, das hatten wir bei Edati 1 eigentlich schon auch kurz angesprochen. Herr Edati ist heute nach Deutschland zurückgekehrt oder schon vor längerer Zeit und versteckt sich irgendwo wahrscheinlich wieder. Und tritt heute vor die Presse bzw. vor den Untersuchungsausschuss und steht da Rede und Antwort, auch mit dem Herrn Hartmann. Ja, jetzt wissen wir seinen Namen, Hartmann. Ich habe den Vornamen schon wieder vergessen, aber Hartmann reicht. Ja, ja. Interessant finde ich auch, im Zuge des Falls Edati, bei Edati 1, hatte man auch rausgefunden, dass es einen BKA-Beamten gibt, der wirklich hartes kinderpornografisches Material besessen hat. Ganz ehrlich, das überrascht mich nicht. Und interessant ist, wir wissen bis heute nicht, wer das ist. Der wird abgeurteilt und verschwindet dann einfach. Der wird suspendiert, vorläufiger Ruhestand, klar, damit er ein bisschen mehr Zeit hat, um sein Hobby nachzugehen. Hallo Kinder.
Und ja, da verschwindet der. Man will ja keine Existenzen vernichten. Interessant ist jetzt, bei Herrn Ja. Idachi war man sich noch nicht so sicher, ob das überhaupt was war im Februar. Da muss aber die Presse hinkommen. Ja, das ist einfach interessanter als irgend so ein Naja, komischer PK-Beamter. ich stimme da mit einem Kabarettisten überein, der sagt, da muss der Hedati wohl irgendjemanden mal irgendwo auf die Füße getreten sein. War dieser Kabarettist zufälligerweise Volker Pispers? Den zitierst du nämlich Zufälligerweise, sehr oft. ja, zufälligerweise ja. Ha, welch überrascht! Er hat nur recht mit dem, was er sagt. Naja, egal. Ich bin so überzeugt von mir. Ich rate einfach ins Blaue. Und richtig. Ja. Um mir ein bisschen Werbung für Volker Pispers zu machen. Ich glaube, der braucht keine Werbung. Egal. Okay. Es ist immer wichtig. Das wäre unser Jahresrückblick gewesen. Gut. Jetzt haben wir noch mal knapp eine Stunde noch mal dran gehängt, also 2 Stunden Jahresrückblick. Und trotzdem nur sehr, relativ wenig Themen rausgepickt, muss man dazu Richtig. Und wenn du dir dann die Jahresrückblicke bei RTL anguckst, hast du ja auch ganz viele private Schicksale dabei. Wo sagen. du so denkst, hä, was war das denn? Ja. Man muss ja nicht jeden einzelnen Todes- und Koma-Fall hier beschreiben. Richtig. Und ja, dann würde ich sagen, das war unser Jahresrückblick 2014. Was als nächstes kommen wird, wissen wir noch nicht. Wir haben noch gar keine weiteren Themen jetzt überlegt. Not really. Deshalb wird jetzt auch wahrscheinlich erstmal nur die 2 Videos kommen, dann kommt erstmal wieder nix. Ich sag dieses Jahr nichts mehr, zumindest. Erst im nächsten Jahr. Okay, Es sei erst denn, im es nächsten. passiert irgendwas Weltbewegendes. Was weiß ich, So. Obama kriegt einen Friedensnobelpreis oder sowas. Schon Aberkannt. wieder. Oder Nordkorea eröffnet auf einmal sein Land. Ich glaube, vorher, bevor das passiert, fällt eher der Montag auf den Dienstag. Warten wir mal ab. Okay, ich danke dir, Paddy, dass du mit diesem Jahresrückblick gestaltet hast und dir der Fauxpas wegen Mai und März aufgefallen ist. Sonst hätte ich mir wieder irgendeinen Shitstorm anhören können. Den darfst du sowieso anhören, wenn mir nicht sofort aufgefallen ist. Das sind eh schon wahrscheinlich Ja, Kommentare stimmt, drunter. stimmt, stimmt. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ich renne hier schon seit 2 Stunden auf und ab. Ja, dann kannst du dich jetzt hinsetzen. Wir Kann ich beenden. nicht. Ich muss jetzt nämlich gleich kochen und ja. Achso, ja, ich muss jetzt gleich auch nochmal weg. Und das war's dann. Ich danke fürs Zuhören und bis neulich. Grüß Gott.